Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Blick in den, ja, im Prinzip Mami-Countdown-Adventskalender schmeißen für Schwangere. Mr. Bauchi Julius ist jetzt schon auf der Welt, aber wir gucken trotzdem mal hinein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Sina ist hiervon tatsächlich, genauso wie von Me Lovely, die Geschäftsführerin. Und sie hat mir auch diesen Adventskalender zukommen lassen. Witzigerweise hat sie auch in das, hier reingeschrieben. Mal gucken, wer eher da ist, der Adventskalender oder Mr. Bauchi. Tatsächlich sind beide relativ zeitgleich eingetroffen. ja, ich habe tatsächlich, auch wenn der Adventskalender ausverkauft ist, sowohl für Me Lovely ein 10% Rabattcode für euch. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Das ist also für Me Lovely Surprise. Ne? Da könnt ihr sowohl die Adventskalender als auch die Surprise-Boxen bestellen. Und mit Santa Claudi 22 bekommt ihr 10% Rabatt. Und bei dem Mami-Countdown-Kalender könnt ihr noch den Mami-Countdown-Kalender, aber auch den Hochzeits-Countdown-Kalender bestellen. Da habe ich nämlich ja auch noch einen Flyer zu. Und da müsste Claudi 22 der Code sein für 10% Rabatt. Diese Schätzelein, was 89,90 € gekostet hätte, ist ruckzuck ausverkauft gewesen. Ich habe euch dazu auch ganz, ganz schnell einen Link mit Rabatt und so weiter bei Instagram veröffentlicht, da heiße ich Claudis Welt unterstrich, folgt mir da sehr, sehr gerne für Special Content. Und ja, weil es eine Kooperation ist und ich den hier zugeschickt bekommen habe, möchte ich natürlich auch an euch was weitergeben, und zwar ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da super gerne mal vorbei. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die liebe Sina in diesen Adventskalender reingepackt hat, denn Kuscheltiere und Co. werden wir hier wahrscheinlich recht wenig finden, weil es doch sehr kleine Kläppchen sind. Ne? Ich bin wirklich gespannt. Und ja, das ist der Adventskalender explizit für Schwangere. Und ich bin mal gespannt, was ich jetzt hier drin finde. Praktischerweise geht das Ganze natürlich mit der Nummer 1 los. Ach, wie cool. Du hast hier wirklich jedes Mal dann auch so ein QR-Code drin enthalten. Ich werde Mama. Und was machst du so? Süß. Und ja, kannst dann natürlich noch die jeweiligen Informationen dazu finden. Das finde ich schön und gefällt mir tatsächlich. Wir haben hier drin ein Mützchen. Oh mein Gott, mit Walen. Mit Walen. Genau, was ist denn der, das, süß. Größe 56. Was ist die Mehrzahl von Wal? Ein Wal, noch ein Wal. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall total niedlich. Oh mein Gott. So, die Nummer 2 ist auch hier mit dabei. Löwenzahn Organics versorgt dich und dein Baby mit innovativen Ernährungsprodukten für die ersten 1000 Tage. Ökologisch fair produziert und nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft entwickelt. Löwenstark von Anfang an mit Energy Balls für Stillende. Der, für mich, ne? Die Bio-Stillkugeln Spirulina Orange sind ein köstlicher Energielieferant. Und dann haben wir auch noch einen 15% Rabattcode hier mit dabei. Okay, das ist natürlich auch schön, ne? Kann man sich gönnen. Und da haben wir dann, süß, ja, Spirulina, das ist eine Alge, Leute, ne? Mit Jod und ALA, Omega-3-Fettsäure. Interessant, sehr, sehr interessant. 49 Gramm sind hier drin enthalten. Jo, ne? Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man als Stillende ständig gefühlt Hunger hat. Ich habe auch manchmal das Gefühl, alles an Kalorien, was ich oben reingebe, haue ich durch die Milch wieder raus. Dementsprechend finde ich es wirklich passend. Also für mich tatsächlich ein guter Adventskalender bislang, ne? Weil ich habe mein Baby ja schon da, ich bin schon am Stillen. Das heißt, ich kann ihm das Mützchen anziehen, ich kann auch schon das für Stillende quasi zu mir nehmen. Aber für Schwangere, naja, vielleicht, dass man es einfach schon mal da hat, ne? Auch mit dabei ist die Nummer 3 und das ist sehr süß gemacht. Du hast ja so ein Schaukelpferdchen auch hängen, ne? Das ist schon hübsch. Die heutige Adventsüberraschung, ein hübsches und praktisches Kikadu Truly Organic Schnullerband aus Bio-Baumwolle. Wenn du fair und sozial produzierte Spielwaren und Accessoires für dein Baby suchst, bist du bei Kikadu genau richtig. Kikadu-Kreationen sind geliebte und langlebige Kindheitsbegleiter für bedenkenloses Spielen und Kuscheln. Auch da haben wir einen Code wieder mit am Start, dass man da auch mal dann sich inspirieren lassen kann und vorbeischauen kann. Auch das finde ich schön. Ja, also ich habe schon das ein oder andere Schnullerband, was ich wirklich etwas hübscher finde und auch etwas robuster.
Hier haben wir die Nummer 4. Okay, ja, das ist dann theoretisch ja für die Mama, aber das ist schwierig. Viel Schlaf kriege ich nicht. Als Schwangere ist man Murmelschläferin. Man schläft so, wie es einem die Murmel erlaubt. Süß. Sehr süß. Ja, das stimmt allerdings. Also als ich noch in der Schwangerschaft war, da habe ich auch wirklich, also mein Bauch hat mir dann auch immer mal wieder gesagt, geh schlafen oder leg dich hin. Ne? Und mir ist dann auch letztendlich im Schlaf die Fruchtblase geplatzt. Super. Ja, und deswegen, also auch über Tag, dementsprechend ist so eine Schlafmaske sinnvoll. Jetzt gerade, wenn ich mich hinlege, schlafe ich direkt. Also es wäre mir, glaube ich, auch egal, wenn ich irgendwo neben einer Bassbox liegen würde. Hauptsache Schlaf. Die Nummer 5. Also die Produkte, die hier drin sind, sind wirklich süß und liebevoll ausgewählt. Von Coro habe ich was drin enthalten. Ich erfülle mir meine Wünsche im Kleinen und Großen. Ich genieße bewusst, was ich esse. Ja, also da haben wir von Coro das oder die Nut Butter Bar Tahin. Finde ich gut, finde ich lecker. Also ne, ich mag gerne Nüsse, Nussbutter, Erdnussbutter, Tahin. Nussbutter, keine Ahnung. Kommt auf jeden Fall ganz gut. Coro ist jetzt ja auch eine super bekannte Marke. So eine, jeder wirbt da im Prinzip für. Und das soll wohl gut sein, ne? Bin ich gespannt, wie es schmeckt. Oi, Nikolaus ist schön groß. Und da haben wir so einen Hasen dran, drauf. Und ein Buchstaben A. Huch, Türchen 6. Lächle eine Minute bewusst, egal ob dir gerade danach ist oder nicht. Ja gut, nee, also das muss ich halt wirklich sagen, nee, also lächeln und glücklich sein sollte man nur dann, wenn es wirklich so ist. Ne? Also ich mag das halt nicht, dieses Aufgesetzte ist nicht so meine Welt. Hier habe ich etwas drin und zwar ist es, oh, so ein Traubenkernkissen, das ist schön, das kann Julius auch aktuell wirklich sehr gut gebrauchen. Ja, die natürliche Wärmflasche, ne? Das machst du halt ein bisschen warm. Kannst du dann ja in der Mikrowelle oder so machen. Muss ich gleich mal gucken, wo man das dann macht. Gebrauchsanweisung. Genau, steht hier alles mit drin. Backofen oder Mikrowelle. Ja, und das ist halt super, wenn das Baby Blähungen hat oder wenn es kalte Füße bekommt. Gerade wenn du jetzt ein Winterbaby hast, so wie wir, ne, dann kannst du das sehr gut gebrauchen. Eine sehr leichte Nummer 7 ziehe ich jetzt raus. Diese zuckersüße Edelstahlkette von Me Lovely Surprise symbolisiert die Verbundenheit von dir und deinem Baby. Zwei Kreise ineinander verschlungen und für ewig miteinander verbunden. Oh, die Kette wurde aus allergiefreiem Edelstahl gefertigt, ist wasserfest und kann sowohl beim Duschen, Schlafen als auch beim Sport getragen werden. Und dann hast du auch noch einen 10% Gutschein mit dabei. Aber ihr habt ja auch meinen Code, wenn ihr möchtet. Also ich verdiene da nichts dran, aber das ist halt dann für euch, dass ihr 10% sparen könnt, ne? Das ist natürlich süß. Mama to be. Und ja, die Kette werde ich definitiv tragen. Das ist ja süß. 10 kleine Finger und 10 kleine Zehen. Das süßeste Lächeln und die süßeste kleine Nase. Ein kleines, großes Wunder, dem du das Leben schenkst. Elternsein ist eine der besten Reisen im Leben. Also anschnallen und die Fahrt genießen. Du wirst eine wundervolle Mama. Ja, ja, das sind immer so die großen Ängste, die ich habe, ob ich alles richtig mache, ob ich eine gute Mama bin und so, ne? Ja, bin ich ehrlich. Ja, schön. Das ist echt schön. Das freut mich gerade voll. Wäre auch eine schöne 6 gewesen, wäre auch eine schöne 24 gewesen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Oh, das ist ein süßer Stern. Den habe ich tatsächlich auch schon geschenkt gekriegt. Also den habe ich jetzt zweimal da. Von Feen müsste das nämlich sein. Und zwar, es kommt nicht darauf an, wie lange man wartet, sondern auf wen. Das stimmt allerdings. Das hier ist so ein Knisterstern, was halt ja jetzt noch nicht für Julius aktuell ist, aber wenn die halt so ein bisschen mehr diese Aufnahmefähigkeit haben, finden die sowas total klasse und sind davon begeistert für 10. Und deswegen ist es ein schönes Produkt in der Nummer 8. Worüber dürfen wir uns wohl in der Nummer 9 freuen? Gönn deinen Füßen, die jetzt mehr tragen müssen, Erfrischung und die richtige Pflege. Dank der enthaltenen Öle ist die Biokosmetik-Fußcreme von For People Who Care voll mit wichtigen Vitaminen und Fettsäuren. Durch Rosmarin, Salbei und Eukalyptus wirkt die Creme kühlend und erfrischt deine Füße. Tipp: Direkt vor dem Schlafengehen auftragen mit Bio-Bienenwachs und von Demeter und Bioland-Imkerinnen aus Norddeutschland. Finde ich cool. 25%
Gutscheincode ist mit dabei. Also ich finde es schön, dass wir hier halt die Produkte haben und dann zusätzlich hast du noch die Möglichkeit, wenn es dir gefallen hat, kannst du es dir nachbestellen und hast dann noch einen Rabatt mit dabei. Ne? Zehenschmaus, feste Fußcreme, das finde ich cool. 8 Gramm sind hier drin enthalten und ja, einfach mal so eine kleine feste Fußcreme. Finde ich schön. Ich verwende immer Fußcremes. Und das riecht auch wirklich irgendwie nach einem Erkältungsbad, ne? Muss man wirklich sagen. Und sowas schmilzt dann puch, mit der Körperwärme, genau. Und ja, nimmst du die halt raus und dann kannst du es direkt auftragen. Das finde ich super. So, wir sind jetzt im zweistelligen Bereich bei der Nummer 10. Das ist ein Stressball. Oder was ist das? Nee, was bist du denn? Keine Ahnung. Was ist das? Simplify your parent life. Praktisches für unterwegs mit Baby. Produkte für die kindersichere Wohnung und kleine Helferlein, die deinen Elternalltag deutlich entspannter werden lassen. All das findest du bei Annie Happy Kids oder Annie Happy Kids. Mit der praktischen Schnullerbox aus Silikon hast du die Trösteschnuller. Deine Spatze ist immer griffbereit und sauber, egal ob auf Spaziergängen, im Auto oder einfach unterwegs. Ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Da kannst du dann den Schnulli reinmachen. Ne? Das, ja, hast du dann, dass er nicht irgendwie runterfällt oder so. Hier habe ich jetzt die Nummer 11, die erste Schnapszahl. Oh, das sieht nach Beauty aus. Relax Roll-On Lavendula Angustifolia Kokosöl und Jojobaöl. Okay, ja. Ich vertraue meinem Körper, er schafft ein Wunder. Ja, definitiv. 10 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist ein Relax Roll-On. Mom Lavendel. Genau, also manchmal brauchst du mal ein bisschen Entspanntheit, ne? Aber ich weiß nicht, also das wäre dann halt nur für die Mutti. Ja, also ich bräuchte eigentlich etwas, was mein Kind zum Einschlafen bringt. Wird das auch helfen? Ich weiß es nicht. Wenn ich dann nach Lavendel rieche, ob er dann halt auch etwas chilliger wird, das muss ich mal ausprobieren. Halbzeit, die Nummer 12 habe ich jetzt hier. Also diese kleinen Schächtelchen sind wirklich sehr, sehr, sehr prall gefüllt. Ne? Also man, es täuscht. Also bei anderen Adventskalendern hast du halt riesen Schächtelchen und winzige Produkte drin. Hier hast du wirklich kleine Schächtelchen und so ein riesen Produkt, wo du dich fragst, wie passt das da rein? Hier habe ich einen Waschlappen, der sich wirklich toll anfühlt. Das ist ja ein süßer Waschlappen. Finde ich hübsch. Yo, slow down, calm down, don't worry, don't hurry, trust the process. Yo, das sind immer so die Sprüche, die man sich immer wieder geben muss. Ne? Es ist, wie es ist. Und jo, das ist, also der ist von innen halt auch so gefüttert. Ein toller Waschlappen. Finde ich klasse. Die Nummer 13. Muttersein heißt motivieren, unterstützen, tolerant sein, Tränen trocknen, ja, erklären und respektieren. Das stimmt. Schön. Auch ich mag diese Kärtchen da drin auch. Hier haben wir von Koro eine geile Schnitte Schokolade. Jo, das sind 30 Gramm. Das kann man sich dann auch zwischenzeitlich mal gönnen. Also es passt sowohl für eine Schwangere als auch für eine Stillende, dass man halt eben halt auch diese Snacks mit dabei hat. Denn also sowohl in der Schwangerschaft als auch jetzt in der Stillzeit irgendwie habe ich permanent Hunger. Das ist echt Wahnsinn. Die Nummer 14. Auch hier wieder, ne? So ein winzig klein zusammengefaltetes Lätzchen, was 1A tatsächlich auch noch zu dem Mützchen von eben passt. Und hier haben wir nämlich wieder diese Wale drauf. Ja, richtig, richtig süß. Wird noch ein bisschen dauern, bis Julius sowas braucht, ne? Weil aktuell brauche ich keinen Latz, wenn er angelegt wird. Aber ja, wenn er dann halt Beikost bekommt, so ab einem halben Jahr, soll man ja Beikost auch mit dazu geben. Große Dinge beginnen oft klitzeklein, das stimmt allerdings. Wenn ich dran denke, als ich das erste Ultraschallbild hatte und mein Freund sagte, das ist der schönste Tropfen, den ich je gesehen habe. Die Nummer 15. Make mistakes. Ja, das stimmt. Das ist auch wichtig, ne? Dass man selber Fehler macht, aber auch, dass man Fehler zulässt vom Kind. Hier haben wir ein Täschchen drin. Mami-Zeugs. Jo, das ist Mami-Zeugs. Du hast ja auch immer irgendwie eine Wickeltasche am Start und manchmal möchte man natürlich als Mutti da auch ein bisschen was reinpacken, zum Beispiel irgendwelche Stilleinlagen oder so, ne? Und dann hat man halt auch so sein eigenes Plätzchen vielleicht in der Wickeltasche. Die Nummer 16, das sieht, also ich finde diese dezenten Motive hier auf dem Adventskalender auch wirklich hübsch, ne? Das hat, haben sie schön gestaltet, muss ich sagen. Doch. So, das unparfümierte Babyöl von Jugendglück, sehr schön, ist toll für die tägliche Pflege deines Babys. Es ist so mild, dass es durch seinen wärmenden Effekt auch für eine wohltuende Babymassage einsetzen kannst.
dass du es durch, ja, was reden, lesen, kann sie manchmal nicht. Der wertvolle Calendula, man weiß es nicht, Extrakt beruhigt und hilft, Irritationen vorzubeugen. Das Babyöl verwöhnt die sensible Haut auf Basis von hochwertigem, kaltgepresstem Mandelöl aus kontrolliert biologischem Anbau. Auch da haben wir wieder einen 15% Gutschein und finde ich gut. Ich muss Julius und mich noch anmelden zur Babymassage bei meiner Hebamme. Genau, dass wir da einen Kurs belegen wollen. Wusste ich nicht, dass Jungglück tatsächlich auch Babyprodukte führt. 5 ml haben wir hier drin. Das ist auch so eine, Jungglück hat ja sowohl die Full Sizes, ne, als auch diese kleinen Geschichten in den Glasgeschichten. So viele Geschichten. Und das finde ich schön. Mag ich gerne leiden. Eine Woche vor Heiligabend sind wir jetzt am 17. Dezember und da darf Mama sich scheinbar gönnen, denn hier ist was von Luvos drin. Luvos Heilerde Hydro Booster, 2-Phasen-Pflege, Clean Maske und der Hydro Booster. Ich meine, dass mein Freund die auch schon mal in Anwendung hatte und meinte, die hätte etwas gemüffelt. 100 Jahre Erfahrung für deine Haut. Durch die Hormonumstellung wird die Haut in der Schwangerschaft oft empfindlicher, ist schneller gereizt und neigt zu Rötung und Juckreiz. Die Heilerde-Gesichtsmaske von Luvos reinigt und beruhigt die Haut und trägt so zum Wohlbefinden bei. Luvos Heilerde begleitet dich auch nach der Schwangerschaft mit wohltuender Wirkung für Haut, Magen und Darm. Ja, also, in der Schwangerschaft ist meine Haut bombastisch gut geworden. In der Stillzeit habe ich jetzt aktuell noch keine Probleme und ich klopfe auf Holz. Ich hatte nämlich auch so ein bisschen Bedenken, wenn ich jetzt in der Schwangerschaft so gute Haut bekommen habe, kriege ich dann in der Stillzeit vielleicht so eine schöne Stillakne oder so? Aktuell noch nicht. Also das ist wirklich alles tutti. Ein Hoch auf meine Kooperationspartner, ne, im Hautpflegebereich. Die haben da echt 1A Arbeit geleistet und mir wirklich die perfekte Pflege zusammengeschustert. Oder ich habe einfach Glück, man weiß es nicht. Die Nummer 18 begrüßt uns jetzt in der Weihnachtswoche. Die Säckchen habe ich schon, die hat Sina mir nämlich schon geschickt. Und die habe ich sowohl für Julius als auch für mich. Das sind nämlich die Säckchen. Ich habe ja damals, Anfang des Jahres, als ich schwanger geworden bin, auch mit Rauchen aufgehört. Und das waren immer die Säckchen, die ich mir dann auf meinen Bauch gelegt habe. Und immer, wenn ich dann dieses Bedürfnis hatte, habe ich immer diese Säckchen genommen und sie so angefasst und gedacht, nein, Claudinchen, nein. Es hat so geholfen. Also da nochmal dickes Lob an Sina. Und hier habe ich sie jetzt nochmal. Ich finde sie so süß. Oh mein Gott, die sind so niedlich. Ja. Oh, diese niedlichen kleinen Stoppersöckchen. Das ist toll. Oft sind es die kleinsten Füße, die die größten Spuren hinterlassen. True. So, die Nummer 19. Ein Dank an dich. Welcome Baby Bags Spende. Ach cool, eine Spende ist das. Das heutige Türchen ist eine Spende an Welcome Baby Bags, die Schwangere in akuten Notsituationen mit Erstausstattung versorgen. Amelie Schwerner und ihr Team sagen Danke. Ach, das finde ich cool. Dann hast du ja auch noch einen QR-Code mit dabei, den du scannen kannst, um da mehr zu erfahren. Und dann hast du hier einfach ein kleines Schokolädchen von Haché mit drin. Das finde ich schön. Nee, das finde ich wirklich, das passt auch, ne? Dass man einfach so ein bisschen Herzenswärme in der Weihnachtszeit dann auch quasi weiterschenkt. Oh, die Nummer 20. Wie niedlich, da sind Söckchen drauf. In diesem löwenstarken Türchen warten auf dich Bio-Energy-Balls mit Erdnussmeersalz. Die Bio-Stillkugeln sind ein köstlicher Energielieferant während der Stillzeit. Erdnüsse liefern reichlich Ballaststoffe und sind somit gut für den Darm. Die Hefeflocken unterstützen die Milchproduktion. On top enthalten sind Omega-3, Kalium, Calcium, Magnesium, Antioxidantien und B-Vitamine. Sehr schön, auch da haben wir dann bei Löwenzahn Organics nochmal einen 15% Code am Start. Wir befinden uns im 20er Bereich und haben hier wieder, wie auch in der Nummer 2, 49 Gramm von diesen Bällchen mit dabei. Jo, ne? Werde ich mir auf jeden Fall auch ins Bett stellen, dass ich die dann nachts nasche, weil immer, wenn ich nachts aufwache zum Stillen, dann gönne ich mir immer ordentlich. So, kommen wir zu der Nummer 21. Mensch, wir sind hier wirklich schon im Endspurt, ne? Das Baby Bud von Jungglück ist besonders hautfreundlich und bewahrt die zarte Babyhaut vor dem Austrocknen. Bio-Mandelöl und Bio-Jojobaöl sorgen für eine sanfte Rückfettung und halten so den natürlichen Schutzmantel der Haut im Gleichgewicht. Wertvoller Ringelblumenextrakt aus kontrolliert biologischem Anbau und Bio-Aloe Vera pflegen bereits während dem Baden und wirken hautberuhigend.
Cool. Also wirklich, ich wusste nicht, dass Jungglück auch so eine Babyreihe hat. 5 Milliliter haben wir hier drin. Und da gibst du dir dann wahrscheinlich einfach nur ein kleines bisschen was von in das Badewasser mit rein. Da habe ich ja von Twist Shake Baby auch eine richtig coole Ausstattung bekommen. So, die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Hab dich lieb, berühre deinen Körper und danke ihm für das, was er leistet. Ist so, ne? Ja, kick mal. Okay, da kannst du... So cool, dass es einfach hier so plattdeutsch ist. Ne? Ja, da kannst du hier jetzt mal so ein bisschen... Was ist das? Seife? Ne, Badebomben sind das, ne? Ich habe ja keine Badewanne, aber fürs Fußbad kann ich mir das gut vorstellen. Da sind 2 Badebomben auf jeden Fall drin, die so in Herzform sind. Und man sollte auf jeden Fall seinen Körper so lieben, wie er ist. Und auch, ja, nachdem man ein Kind geboren hat, ne, da muss man auch wieder so ein bisschen dieses Körperbewusstsein zurückgewinnen. Aber ich bin da auf jeden Fall auf einem guten Weg. So, jetzt sind wir am Tag vor Heiligabend. Die Nummer 23 habe ich jetzt hier. Ich bereite mich und meine Umgebung auf eine Wanderung vor. Ich kann mich darauf verlassen, dass alles seinen Platz findet. Also im Prinzip ist es auch so eine Art Mantra, was dann ja auch immer mal wieder dann so durch die Kärtchen zu der Schwangeren gegeben wird. Und hier haben wir so ein Spucktuch, Spucktücher kannst du nie genug haben, mit Elefanten drauf. Das ist von Grünspecht Naturprodukte. Okay, sagt mir jetzt so nichts. Aber so ein Spucktuch kann man immer, also es ist jetzt relativ hart, aber ich denke, ja, kriegst du auch wohl mich. Spucke mit weg, ne? Jo. Wir haben auf jeden Fall auf dem 24. Böckschen, was gar kein Chin ist, sondern schon eine Box, ne? Eine Weihnachtsgans drauf. Merry Christmas, das Mami Countdown Team wünscht dir ein wundervolles Weihnachtsfest mit deinen Lieben. Richtig süß. Gewinn mich. Okay, hier kannst du auch noch was gewinnen. Aber wir haben hier, wie passend, ja. Oh, ein Strappler drin. Ja, wie süß. Größe 56, das kann Julius direkt anziehen, finde ich großartig. Oh mein Gott, ist das niedlich. Ja, es ist so niedlich mit diesen Walfischen drauf. Oh mein Gott, das finde ich süß. Und ich finde es auch wirklich cool gemacht, dass es farblich sowohl männlich als auch weiblich sein könnte, also Unisex, ne? Weil du hast hier sowohl diese blauen als auch grauen als auch rosa Wale mit drauf. Finde ich schön, doch, ne? Richtig cool. Also das war jetzt hier der Mami Countdown Adventskalender. Beziehungsweise Quatsch, das ist der Adventskalender für Schwangere, ne? Und ich fand den wirklich gut gestaltet. Also man gibt 90 Euro für den Adventskalender aus. Man hätte theoretisch 9 Euro mit meinem Code sparen können. Also hätte dann in dem Sinne knapp 80 Euro dafür ausgegeben. Du hast hier schöne Produkte drin, die es definitiv wert sind, wo du einfach auch so ein bisschen auf eine Reise mitgenommen wirst und diese Begleitung halt auch irgendwie bekommst. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich auch ganz cool. Also, dass man als Schwangere oder als gerade Mami einfach in der Weihnachtszeit nochmal daran erinnert wird, wie schön doch manche Momente sind und manche Momente vielleicht auch etwas mehr zu genießen oder auch eine Vorfreude auf manche Momente zu geben. Also wenn man dann halt auch als Schwangere den Adventskalender auspackt und da dann halt das ein oder andere Babyprodukt drin hat und sich denkt, oh ja, so Söckchen, ne? Ich freue mich jetzt schon auf mein Würmchen. Und es ist ein absolut emotionaler Adventskalender, darüber brauchen wir gar nicht streiten. Ich finde den aber wirklich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her angebracht und habe euch dann ja auch die Preise zu den einzelnen Produkten eingeblendet, ne, und auch den Gesamtwert. Also er ist es schon wert und ich hoffe, dass Sina auch in 2023 einen Adventskalender rausbringt, sodass dieses Video dann ja auch für 2023 potenziell Menschen, die sich den Adventskalender holen wollen, sinnvoll ist. Ne? Das wäre ganz cool, weil jetzt ist er ja schon ausverkauft, aber dieser Inhalt gefällt mir persönlich als Mutti, ne, richtig gut. Ja. Und das war es jetzt hier von mir. Vielen Dank, liebe Sina, dass du mir den Adventskalender hast zukommen lassen. Vielen Dank auch generell an die Begleitung während meiner Schwangerschaft und so. Wir haben echt viel geschrieben, das war total cool. Behalten wir auf jeden Fall bei. Und ja, einiges davon wird jetzt direkt in Anwendung genommen und auch in die Wäsche kommen. Und denkt an die Verlosung. Schaut auf jeden Fall mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch allerhand verlinkt. Codes, rampampamtüllü. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Adventskalender. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!